Wir können Verteidigungshaltung eingehen. Ich glaube, ich gehe mal hier hinten hin. Drehe mich nach da. Gehe in Verteidigungshaltung. Und wie viel Schaden kriegen wir? Vorher waren es 16 oder so. 10. Das ist okay. Das ist eine Drittelbandage und wir haben 3 Bandagen gefunden. Du lauf Richtung Kiste. Es dauert noch. Du. Du geh mal dahin, dahin. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 35. Ja, dann verteidige nochmal. Wieder 10? Ja, nur 9. Oh, was machst du jetzt? Hm. Das kam unerwartet. Okay, Kiste öffnen. Bitte was Tolles. Oh ja, noch eine Pfeilpistole und 5 Munitionen und noch mehr Bandagen. Alles mit. Also die Kisten im Kampf lohnen sich tierisch. So, du gehst bitte dahin. Schießt ruhig mit dem Gewehr, weil wir ein bisschen mehr Schaden machen müssen. 6 Schuss noch. Und du... 6 Schaden noch. Du dahin. Bring das Vieh um. Okay. Guter Kampf, guter Kampf. Also ein, zwei Sachen hätte ich besser machen können, aber allgemein nicht so schlimm. Und den Schaden... Oh. Kiste. Was? Oh, Fässer. Und die sind feuerresistent. Ich hatte gar keine Zeit, also mich zu heilen. Also sie sind sofort runter in das Loch gesprungen. Warum? Wir waren noch oben. Ach, egal, okay, du schießt das Fass. Es gab einen Levelaufstieg, okay. Du bekommst 100% Genauigkeit. Danke. Du bist fast tot. Und brennst? Ne, du hast Feuerresistenz. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre komisch. So, du gehst dann bitte dahin. Du. Wie weit kommen die Viecher? Nicht sehr weit. Du gehst bitte dahin. Und axt ihn. Au. Und Sullivan. Soll es auf das Fass da schießen? Dazu müsstest du dich aber in zu hohe Gefahr begeben. Ja. Hast du irgendwas Tolles? Was zu essen hättest du? Nee, nimm mal die Pflaster. So, und du gehst... Gehst... Er kommt nur bis hierhin. Kannst eigentlich in der Ruhe stehen bleiben. Spricht da was gegen? Nö, Runde beenden. Er bewegt sich weg vom Fass. Oder auch nicht. Komm, lauft alle direkt zu den Fässern hin. Das finde ich super. Okay, der da ist gefährlich, aber der Rest ist doof. Wir kommen allerdings nicht an die Fässer ran. Okay, das ist ein anderer Haken. Das heißt, du schießt jetzt bitte mit dem Flammenwerfer. Warte mal, was für eine... Ich weiß nicht, was für ein Radius die Explosion hat von dem Fass. Sonst könnte man sich hier hinstellen. Denn da Flammenwerfer, dann kriegt ihr das Feuer noch ab. Und die Explosion von dem Fass. Aber ich glaube, das will ich nicht riskieren. Du schießt bitte auf das Fass. Ja, 40 Schaden ist ordentlich. Und ziehst dich dann dahin zurück, wo du nicht gehauen werden kannst. Das wäre hier. Du könntest jetzt die Pfeilpistole benutzen, weil wir gerade neue Pfeilmunition gefunden haben. Ja, warum nicht? Komm. Piu. Bist betäubt. Kannst also da stehen bleiben und du messerst ihn einfach. Mit Glück.
Der ist jetzt nämlich zwei Runden außer Gefecht. Und dient als Schutzschild, damit der Hund nicht zu uns läuft. Sehr gut. Also Ovid hat jetzt ein Problem, aber das kriegt Ovid schon hin. Alle sind weg von dem Fass, das ist nicht so schön. So, du kannst dich hinter ihn stellen. Für noch mehr Messerei. Du stellst dich auch hinter ihn. Baseballkeule. So, gut. Uwitsch, was machen wir mit dir? Du... Oh, ich habe eine super Idee, was wir mit dir machen. Du verbrennst einfach alles. Jo. Danach läufst du kichern weg. Sehr schön. Das war die letzte Runde, wo er betäubt war, glaube ich. Einer ist tot. Der müsste angeschlagen sein. Okay. Liegt hier irgendwo noch eine Kiste rum auf dem Schlachtfeld? Nein. Das heißt, Ovid Axt. Glück. Quatsch. So. Ich. Ja. Jetzt mit der Entspanntheit hätte ich nicht machen sollen. Also mir wurde jetzt gesagt, dass wenn die Entspanntheit darüber geht, dann verfallen sie in Kampfrausch. Das hatten wir, glaube ich, schon einmal gesehen. Und dann machen sie mehr Schade im Nahkampf, können aber nicht mehr schießen. Das wäre für Ovid nicht so wirklich schlimm, glaube ich. Obwohl, kein Flammenwerfer mehr, keine Schrotflinte. Ja, nee, ist okay. Genauigkeit brauchst du nicht. Mehr Lebenspunkte. Er hat schon 150. Ich glaube, ich nehme lieber Glück. Ist schon praktisch. So, du. RC28. Wirst jetzt gemessert. Es reicht noch nicht. 23, ihr kriegt nächste Runde 10 Schaden. Wir müssen jetzt mindestens 13 Schaden machen. Aber komm, wir haben gerade Bandagen gefunden. Wir können ruhig einen verpasst bekommen. Oh, oder wir sind einfach toll. Das ist natürlich auch eine Alternative. So, bye bye. Bon. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, boah, gleich ein zweiter Kampf hinten dran und wir konnten uns nicht heilen, was weiß ich. Da kriegen wir jetzt bestimmt gut einen auf den Deckel. Aber nö, gut gemeistert. Und hier ist Nummer 3, Joseph Sashman. 10 kleine Negerlein. Ich frage mich, ob... Das heißt Jägermeister. Warten Sie, der Leichnam ist noch warm. Er kann erst seit einigen Minuten tot sein. Wir müssen uns beeilen. McFadden lebt vielleicht noch. Prioritäten, Jungs. Prioritäten. Erstmal Kiste. Betäubungsbombe, Weste, Schmerzmittel. Alles nehmen. Vor allem Ovid hat ja noch eine Rüstung, ne? Büro? Genau. Kugelsichere Weste. Die bekommt bitte... Oh, warte mal. Ist die besser? Ja, die ist besser. Die bekommt Ovid, weil Ovid immer im Nahkampf ist. Die andere Weste bekommt Sullivan, weil er ist der Chef. Oh, wir haben zwei. Was? So. Das heißt, alle haben jetzt schon ein bisschen was. Schmerzmittel bringen nur 10. Das ist komisch, okay. Zurück. Du benutze Essen. Ich benutze Essen. Muss sehr komisch schmecken bei der Geräuschentwicklung, die er da hat. Pflaster. Pflaster. Nicht Messer. Nicht Messern. Pflastern. So. Ja, sieht okay aus. Frage ist, wollen wir da jetzt hoch? Nö. Ich habe eigentlich... Nicht ernsthaft, oder? Nächste Notiz. Für euch oder falls ich einen zweiten Run mache, das immer wahrscheinlicher wird. Man kann, wenn man einmal hier runtergegangen ist, anscheinend nicht wieder hoch. Und wir hatten da oben noch eine Tür, wo wahrscheinlich Loot hinter war.
Also sollte man erst die Tür machen und dann hier runtergehen und diese zwei Kämpfe in Reihe machen. Aber na gut. Vielleicht kommen wir ja später nochmal raus. Was? Achso. Ah, ist Loot. So, ganz umständlich zu erreichender Loot. Schrank, da ist aber nichts drin. Life, bist du das? Giancarlo? Joseph? Nein, wir sind Group 2, Miss McFadden. Mein Name ist Cole Sullivan. Bitte verhalten Sie sich ruhig, wir sind sofort bei Ihnen. Bleiben Sie, wo Sie sind, oder ich schieße. Bitte beruhigen Sie sich. Es tut mir leid, dass wir nicht eher hier sein konnten. Leider habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Sie sind die einzige Überlebende Ihres Teams. Was? Ich wusste es. Wir haben die gleiche Aufgabe wie Ihr Team, aber ich nehme an, Sie wollen hier so schnell wie möglich verschwinden. Leider können wir Sie nicht zum Stadtrand zurückbringen, aber Sie können sich uns anschließen. Bitte erzählen Sie uns, was mit Group One passiert ist. Haben Sie das Labor gefunden? Das Labor? Wir hatten überhaupt keine Chance, danach zu suchen. Wir wurden von etwas angegriffen. Kreaturen, die erst menschliche, dann monströse Gestalt annahmen. Sie kamen aus dem Nichts. Wären wir nicht hierher geflohen, sie hätten uns in Stücke zerrissen. Erklären Sie das bitte genauer. Wissen Sie, ich habe keine Ahnung, wie Sie hierher gelangt sind. Aber Sie griffen uns ohne Vorwarnung an, nachdem Sie uns entdeckt hatten. Wir haben es geschafft, uns hier zu verstecken, aber es gibt keinen Ausgang. Das heißt, es gibt schon einen, aber der ist blockiert. Giancarlo und Life entschlossen sich, die Gegend zu erkunden und, wenn möglich, Verstärkung anzufordern. Nach einiger Zeit folgte ihnen auch Joseph. Er wollte sehen, was los war. Ich habe es geahnt, aber erst jetzt habe ich die Gewissheit, dass sie es nicht geschafft haben. Sie haben nur eine Chance zu überleben, wenn sie mit uns kommen. Gehen wir. Ich muss das Hauptquartier informieren, dass wir sie gefunden haben. Wir werden sie beschützen. Ha! Mich beschützen? Das glauben Sie doch selbst nicht. Aber wenn Sie darauf bestehen, gehen wir. Das... Erstmal sind tierisch wenig Lebenspunkte. Das heißt aber, dass sie das Loch mit der Leiter wirklich runtergesprungen sind, ohne dass ich irgendwas sagen durfte. Sowas wie, nein, da oben ist noch eine Tür. Na gut, was hast du? Du bist ungenau. Wenig Gegenangriff, wenig Lebenspunkte. Oh, Spezialskill, Heilung plus 15%. Das heißt, wir geben ihr jetzt fast alles an Heilzeug, weil es bei ihr mehr bringt. Und wir heilen uns selbst nur in absoluten Notfall. Ja, das war's auch schon. Hast du eine... Du hast eine Pistole. Ja, Pistole mit 12 Schuss. Du bräuchtest noch eine Nahkampfwaffe hier. Das ist die schlechteste, die wir haben. Bitteschön. Pfeilpistole. Ja, komm. Die können wir ja auch geben. Mit 4 Schuss. Und der eine Schuss kommt noch dahin. Das heißt, Scheffe und McFadden haben Betäubungspistolen. Er hat viel zu viel Zeug. Aber das ist schon okay so. Zurück. Hast du schon irgendeinen Waffenskill? Pistole auf 3, ist okay. So, du da lang. Gucken wir, ob sie hier drin noch irgendwas an Beute hat. Nee. Und irgendwas macht hier komische Zischlaute. Das ist wahrscheinlich nur irgendein Ventil. Ah, das Ventil da. Schalter? Komische Säure. Ventil für komische Säure?